Und nun ist und. Fangen wir jetzt an. Wunderbar. Ich glaube, wir fangen dann jetzt an. Okay. So. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Per Anhalter durchs Gonzoversum. Heute auf der roten Couch mit Stefan Gaffori, die zweite. Wer den ersten Stream schon gesehen hat, dem mag durchaus aufgefallen sein, dass wir es mit leichten technischen Problemen zu tun hatten. Und wir hatten es mit allerlei Problemen zu tun heute Abend. Wir hatten es mit der Deutschen Bahn zu tun. Mit der Technik, mit dem Chat. Mit der Wärme. Stimmt, weil es sieht hier sehr fluffig aus, aber es soll nicht verleugnet werden, dass es hier im Raum ungefähr 8 Grad plus sind. Obwohl 3 Heizungen auf 5 laufen, weil ich es sehr beachtlich finde. Und es ist schön, dass wir diese prekäre Verlagssituation hiermit auch mal im Stream festgehalten haben. Das glaubt einem ja immer keiner. Also mittlerweile glaube ich an alles Mögliche. Ich glaube, das sind die schlimmsten Chaoten, die es sich überhaupt finden lassen. Des Chaos jüngste Tochter, was machst denn du jetzt? Ist deine Bierflasche im Bildschirm? Was sollen denn jetzt die Leute von dir denken? Na, das ist doch hier eine alkoholfreie Lesung mit Anstand und Sitte. Es war auch alkoholfreies Bier. Achso, oh scheiße, echt? Habe ich alkoholfreies geholt? Ja. Oh shit. Salzburger alkoholfrei. Oh nee, wie ist mir denn das passiert? Scheiße. Was, aber da steht doch gar nichts mit alkoholfrei, ihr Nasen. Das war auch eben ein Witz. Und du bist vorhin drauf reingefallen. Sind Sie verwirrt, Frau Verlegerin? Das bin ich stets, so kennt man mich. Und in dem Bier war irgendwie kein Whisky, ich hab's mir gleich gedacht. Na gut, okay. Nachdem wir einen ganzen Sermon schon mal runtergebetet haben heute und er damals doch etwas spontaner rüberkam wie im Moment, könnten wir aber die Fragestellung und die Antwortstellung nochmal wiederholen. Also, wir könnten die Rollen tauschen. Das könnte dem Ganzen einen gewissen Kick verleihen. Nein, okay, also genau. Wir wollten uns über die Texte und dich und dein literarisches Schaffen oder sowas in der Richtung unterhalten. Ich habe mir leider nicht gemerkt, was wir letztes Mal so an Fragen auf dem Tablett hatten. Aber wir wollten primär darauf eingehen. Du liest uns heute Abend 3 Texte vor im Livestream. Ja. Und alle 3 sind ganz anders als der Stefan Gaffori, den man literarisch aus zum Beispiel der Kreisklassenhölle kennt. Oder mit dem man sonst so als, wie sagt man, Stereotyp oder Bild so konfrontiert wird. Der erste Text ist, finde ich, stilistisch auch ganz anders als das, was du sonst so gemacht hast. Vielleicht willst du erstmal was zu dem ersten Text sagen, wie der heißt, sagen, wie der entstanden ist und vielleicht auch was zu dem autobiografischen Hintergrund. Gut, also ich muss erstmal dazu sagen, nachdem du ja gepostet hast, dass ich den Comic oder Graphic Novel Katzenkönig vorstellen wollte, den ich ja mit Daniel Brohat zusammengeworfen habe, wo jetzt rauskam, dass der Text eigentlich nur in relativ intimer Atmosphäre funktioniert und eigentlich ein Livestream nicht der geeignete Moment dafür ist, habe ich mich entschieden, den wegzulassen. Und ich habe mich auch dazu entschieden, nichts aus der Kreisklassenhölle zu lesen. Eben aus dem Grund, den du eben angesprochen hast. Weil wenn du nur einen Text veröffentlicht hast bisher und du wirst ständig darauf reduziert, auf dieses Image, auf diesen Text, dann wird das mit der Zeit ermüdend. Es ist so, dass für die Existenz dieses Textes gibt es einen guten Grund. Ich musste ihn oder fühlte, ich musste ihn damals schreiben. Aber mittlerweile habe ich mich in diverse Richtungen weiter bewegt, auch schreiberisch. Und habe mich entschieden, dass ich erstmal eine Zeit lang Abstand davon brauche, ohne den Text jedoch zu verleugnen. Weil ich stehe nach wie vor hinter der Kernaussage zu 100%. Zu weiteren Themen oder weiteren Fragen kommen wir später. Mhm. Wir haben ja
das ganze Prozedere ja vorhin schon mal durchgemacht. Vielleicht bekommen wir etwas mehr Struktur rein dieses Mal. Wir kennen das Protokoll, aber trotzdem fände ich's spannend, wenn du im Vorfeld noch ganz kurz was zu dem ersten Text, den du jetzt lesen wirst, sagst. Der Hintergrund, den fände ich ganz interessant im Vorfeld. Wo ist der entstanden und wann und Also der warum? jetzige Text oder der, den ich heute Abend lesen wollte. Es war ja eigentlich ursprünglich so, dass du mich angefragt hast wegen einem Beitrag in einer Anthologie mit dem wunderschönen Namen Fickt euch alle, den ich damals schon reichlich albern und abgedroschen fand. Aber ich mich natürlich entschieden habe, trotzdem mitzumachen, weil Anthologie klingt gut, mit diversen Kollegen in Anführungszeichen in einem Buch gedruckt zu sein, ist auch gut. Und ich war dann anschließend, was da vielleicht manche Zuschauer oder Leute, die das Ding in der Aufzeichnung sehen, nicht wissen, da ich im Oktober letzten Jahres schwer krank war und verbrachte geraume Zeit im Krankenhaus und ein sehr guter Freund von mir, Janis, hat mir ein Rätselheft mitgebracht. Und von diesem Rätselheft ausgehend habe ich ein Fundament für einen folgenden Text entwickelt, der sehr abstrakt ist, den man vielleicht beim ersten Mal lesen jetzt nicht so einordnen kann, wo ich aber hoffe, man erkennt eine Intention dahinter. Und es sind eigentlich, ja, Gedanken über das Leben, das Sterben, der Grund des Daseins und beginnt eigentlich wie eine typische Gaffori-Geschichte und wird dann immer wirrer. Also die meisten Leute fanden das doch eher verstörend am Ende. Und ich habe vorhin gesagt, ich lese den Text heute zum ersten Mal, aber so habe ich den Probedurchgang jetzt überstanden, jetzt lese ich ihn zum zweiten Mal und hoffe, Ehrlich, die dass Dinge ich mich ändern vielleicht sich. nicht mehr so oft verhake. Das ist die zweite Chance, aber vielleicht schauen wir noch mal ganz kurz, ob es hier Anmerkungen aus dem Chat gibt. Wenn Ja. euch dort draußen irgendwas stört, die Tonqualität nicht stimmt oder sonstiges, gebt laut, quatscht mit uns in diesem Chat, gebt uns ein Zeichen, so dass wir rechtzeitig darauf reagieren können. Und lieber Christopher, Rihanna mit Umbrella haben wir gerade leider nicht dabei. Du Was? kannst aber gern mit Muse vorlieb nehmen oder mit Be My Rock'n'Roll Queen. Okay, der erste Text. Seitan. Re, tas, 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 re, tas. Jenes ist der Morsecode, der am 21.07.1976 meine Geburt in der kommenden Nacht ankündigte, ein atemloses Gestammel, welches das Kalben meiner Mutter prophezeite. Das Wort Kalben mag despektierlich klingen, doch meine Wahl fiel nicht von ungefähr darauf. Wirken meine Eltern, sofern man sie im Doppelpack antraf, in all ihrer prallfeisten Zickzackhaftigkeit eher kamelförmig, hatte meine Mutter allein doch etwas simpel Wiederkäuerisches. 1968 war sie in London gewesen und hatte sich dort in einem wahren Kaufrausch mit einem Stapel Souvenir-T-Shirts eingedeckt, welches sie nun schon seit Jahren auftrug. Und ich sage Ihnen, wäre die Stadt zeitgleich solcher Art expandiert wie das Wort London auf ihren schlauchförmigen Riesenbrüsten, die dermaßen presswurstig nach unten hingen, dass sie direkt auf der Bauchfalte aufzuliegen schienen, schlagartig wäre die Einwohnerzahl über die 30-Millionen-Grenze hinaus katapultiert worden. Mein Vater dagegen war ein eher erschreckend komischer, untersetzter Gnom, der ständig eine dunkelfarbene Kunstlederjacke mit abgewetzten Stellen an den Ellbogen trug, wie eine zweite Haut. Das tat er auch an jenem Tag, der ihn mit dem Stolz erfüllen sollte, einen Stammhalter produziert zu haben. Jemanden, der seinen Nachnamen weitervererben würde. Jemanden, dem ein Stück von ihm weiterleben sollte. Re, tas, tas, habe ich das gerade erfunden?
nicht erfunden, habe ich meinen tausendfachen Tod. Und wäre er nicht so egal, ich würde kurz in mich gehen und vielleicht etwas weinen. Stattdessen finde ich bei meiner Introspektive nur einen Tumor, der in meinen Innereien wütet, ohne einen Ton von sich zu geben. Dabei würde man bei solch einem unnachgiebigen Zerstörungswerk doch eine Art spezifische Lautäußerung erwarten. Ein Bellen vielleicht. Oder ein Knurren. Vielleicht etwas, das klänge wie Re, Tass, Re, Tass, Tass. Donner und Blitz und der Himmel zerriss unter den Wehen meiner Mutter. Es regnete Frösche. Ein Phänomen, das über Mitteleuropa meines Wissens bisher noch nie beobachtet worden war. Nein, es regnete Steine. Steine regnete es. Und das mitten im Winter. Denn meine Geburt war am 14.12.1979. Der Anfang war natürlich frei erfunden. Zumindest könnte man das nun annehmen. Denn ich langweile mich gerade grässlich. Sterben in einer Klinik ist eine ziemlich trostlose Angelegenheit. Da wäre das Ersinnen von lächerlichem Prekariat eine durchaus gelungene Abwechslung. Denn in Wirklichkeit stammte mein Vater aus Lausanne und hatte an einer Universität einen hochdotierten Lehrauftrag in altgriechischer Philosophie. Als ich dann geboren wurde, am 3.9.72, glaube ich, war mein Vater trotz seines fortgeschrittenen Alters doch ein durchaus attraktiver Mann, der später zumeist die Nachmittage in seinem Ohrensessel in unserem Wohnzimmer verbrachte, die Meerschaumpfeife frisch gestopft, entweder die ausgebreitete Tageszeitung auf den Knien oder schmauchend dem Ticken der schweren Standuhr an der hinteren Wand lauschend. Zumeist trug er einen marineblauen Pullunder über seinem weißen Hemd und eine rote Krawatte dazu, das haselnussbraune Haar säuberlich gescheitelt, denn er war auch sonst eine gepflegte Erscheinung, die Stil und Eleganz ausstrahlte. Was mich nicht daran hindern sollte, ihn mit Benzin zu übergießen und anzuzünden. Aber das ist eine andere Geschichte. Oder auch nicht. Tass, re, tass, tass, re, tass. Genauso gut könnte ich auch der bebrillte Krankenpfleger sein, der mir intravenös Plastikflaschen anschließt, aus denen eine klare Flüssigkeit in ein Überleitsystem tropft. NaCl vielleicht. Oder ein Antibiotikum. Vielleicht ist das auch Schnaps. Ha, ha, ha. Schreit mehr als er spricht der greise Mann im Bett neben mir, Graubrot fressend. Ein Jokus-Schneuz. Die Leberwurst, die wir als frugale Henkersmahlzeit zum Abendessen bekamen, stinkt zum Gotterbarmen und mir wird übel, wenn der Alte alles in sich hineinschlingt, als befände er sich noch in Stalingrad. Deswegen wird er trotzdem vor mir verrecken. Scheinbar will er aber bis dahin genug Wegzehrung angesammelt haben, um auf der Reise in die Unterwelt nicht sterben zu müssen. Reh. Retas. Auch hat sich mein Vater am Tag meiner Geburt vor einem Café niedergelassen, breitbeinig auf einen weiß lackierten Metallstuhl, schlothaft Eckstein ohne Filter rauchen und abwechselnd Pilz mit schwarzen Kaffee in sich hineinschüttend. Passanten mieden ihn, als befände sich eine Wand aus Plexiglas um ihn herum. In vorher sorgfältig ausgespähten Halbkreisen schritten sie an seinem Tisch vorbei, als hätten sie Angst, durch eine zufällige Berührung mit ihm kontaminiert zu werden. Um die Zeit dieses stumpffreudigen Wartens auf meine Ankunft zu überbrücken, hatte er sich ein preiswertes Rätselheft mit dem ominösen Titel Schwedenspaß gekauft. Ich weiß nicht, ob er mit dem Titel die vage Hoffnung verband, auf irgendeinem geheimen Faltblatt im Inneren barbusige Blondinen zu entdecken. Er widmete sich jedoch mit einer gewissen Verbissenheit in dem Heft enthaltenen Kreuzworträtseln, dabei den angeschmuddelten blauen Kugelschreiber mit dem Werbeaufdruck Gerüstbau Kunst benutzend, den er stets in der Innentasche seiner Jacke bei sich trug. Tass, tass, re. Ich kann das Ticken der Standuhr in unserem Wohnzimmer immer noch hören. In der Lautstärke eines ratternden Presslufthammers
haltest durch meine allmählich verlöschenden, löchrig werdenden Gedanken als letzte verbliebene Konstante. So, als würde es die verbleibende Zeit bis zum Ende herunterzählen. Das war wohl das Familienerbstück. Mutter starb bei meiner Geburt. Als Vater in seinen olivgrünen Sportwagen stieg, um zum Hospital zu fahren, wusste er noch nicht, dass er in diesem Moment noch 43 Minuten zu leben hatte. Während die Zeiger der Standuhr in unserem Wohnzimmer gnadenlos voranrückten, zwängte ich mich durch den Spalt und schickte Mutter zur Hölle. Mein Vater widmete sich anschließender Lebensaufgabe, mich zu seinem Ebenbild zu formen. Ich besaß mit 9 Jahren wahrscheinlich mehr Polunder als jeder andere Junge meines Alters. Die Standuhr behielt er dennoch. Re, 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 tass, tass. Die Füße des Alten stinkten ebenso erbärmlich. Als ich noch laufen konnte, schlich ich mich eines Nachts an sein Bett und sprühte sie mit Deo ein. Ich hielt den Daumen so lange auf den Druckknopf, bis sie vor lauter Sprühnebel einen Hustenanfall bekam und Blut spuckte. Dabei verbreite ich mittlerweile selbst den Dunst einer Jauchegrube. Fröhlich verrotte ich innerlich vor mich hin, und vielleicht lässt mir ein gnädiges Schicksal irgendwann die Nase abfaulen. Ich kann noch nicht sterben. Ich will nicht vor dem Greis verrecken. Es wäre nicht richtig, den tausenden alten Kämpfern der Waffen-SS im benachbarten Bett eine Möglichkeit zu geben, mir ihre Federhandschuhe ins Grab zu werfen. Re, re, tas, re. Mein Vater musste nach einiger Zeit feststellen, dass einer der Schwedenspaßredakteure wohl einen arbeitsscheuen Tag erwischt hatte. Wer weiß, ob er selbst Vater geworden war und deshalb dringend nach Hause gemusst hatte. Jedenfalls tauchten in allen Rätseln dieselben Begriffe auf, wenn irgendwelche dreibuchstabigen Wörter einzufügen waren. Entweder das Segelkommando wendet, in Klammern Re, oder der Fluss am Busen des Ob, in Klammern Tass. Auch der Rest setzte sich aus einem Fundament von 30 Begriffen zusammen, so dass nach wenigen gelösten Rätseln der Rest des Heftes selbst für einen Apalliker keine unlösbare Aufgabe mehr dargestellt hätte. Bei meinem Vater bin ich mir dann nicht so sicher. Tass, re, tass, tass. Mein Vater und die Geheimnisse des Kosmos. Platon, Aristoteles, Sokrates und Diogenes. Epikur? Nein, heute nicht. Wir hatten noch nicht gegessen. Stattdessen suchten wir die Nadel im Heuhaufen, die Geheimnisse unseres Entstehens und Vergehens. Mein Sohn, hub mein Vater an, wenn er etwas beantworten wollte, von dessen Existenz mein Kreuzworträtsel lösender Vater noch nicht mal eine vage Ahnung hatte. Das Geschenk des Lebens und seine Einzigartigkeit. Trotzdem, Söhne, Söhne, Söhne und Söhne. Tausende. Millionen, Milliarden und Abermilliarden. Manchmal, wenn ich den dreitürigen Spiegelschrank im Bad aufklappte, konnte ich mit der Reflexion spielen. Die mittlere Tür offenbarte mir dann einen Blick in die Unendlichkeit. Re, tass, tass. Wer liegt da neben mir? Der Alte ist inzwischen abgekratzt, sein abschließender Blick in sein fahles Gesicht, zugeklappte Augenlider. Was dahinter begraben war? Schnee. Tote im Gemetzel. Ein spätsommerlicher Rübenacker, die Sense geschärft, der Schritt fest und zielgerichtet auf lockerer Grume. 6? Nein, heute nicht. Sie hatten noch nicht gegessen. Stattdessen suchten sie Geschichten, ihn zu bestätigen, ihm die Last abzunehmen, wie er dort allein auf dem Feld stand und die Sonne langsam sank. Blutrot. Tausende, Millionen, Milliarden und Abermilliarden. Nun, der da, da drüben. Bin ich das? Wer sonst? Wer nicht? Wir könnten uns gegenseitig unsere Innereien zuwerfen, so vertraut sind wir uns.
Doch sind wir keine Väter, werden nie welche sein, haben uns unsportlicherweise einfach ausgeklingt, die Haltelinie erreicht, so dass andere Alte an unserer Stelle verrecken werden, unsere Geschichten, unsere Väter mit ins Grab nehmen. Der altgriechische Philosoph, der Dorftrottel mit den Kreuzworträtseln, alles kommt irgendwann wieder. So sicher wie Re, Tas, Tas. Siehst du mal, war doch gar nicht so schlecht, dass wir die erste Aufnahme verkackt haben. Wenn wir die als Probe ansehen, dann ist doch jetzt der zweite Durchgang richtig gut gelaufen, oder? Also im Vergleich zum ersten, ja. Okay, das war Facette 1, Stefan Gafori. Was ist denn das nächste, was uns jetzt erwartet? Das ist ja jetzt nochmal was ganz anderes. Ja. Was, wo man noch mehr denkt und das von dir. Nun, was für eine Überraschung. Damit hast du jetzt aber nicht gerechnet, oder? Ach du, das kam mir gerade so. Ich will mal sagen, ich hab's im Ring gehabt. Nun gut, ich sag's gern nochmal. Die zweite Geschichte ist auch eher grotesk. Aber es ist eine Elegie. Es ist eine Art Liebesgeschichte. Beschreibt das Ende einer Beziehung. Einer sehr intensiven, leidenschaftlichen Beziehung. Schon einer Amour Fou, gemäß dem Spruch. Früher waren wir Richard Burton und Liz Taylor. Heute sind wir Ernie und Bert. Hätte beinahe spontan gewirkt. Ja, fast. Ich habe den Witz gerade zum ersten Mal gebracht. Ich habe ihn auch gerade zum ersten Mal gehört. Deshalb war er auch so gut. Ja. Wir hätten einen Zusammenschnitt machen sollen. Über die Lacher der ersten Aufnahme mit rein. Und das Gelesene der zweiten. Ich glaube, dabei wäre besser gefahren damit. Eine kleine Unterbrechung. ja, ich wollte den Text lesen. Können wir gepflegten Cut-up draus machen? Ja. Fällt doch überhaupt nicht auf, welche Ausnahmen aus der ersten Version sind. Ja, weil gut wäre noch eine Uhr im Hintergrund. So, und jetzt bei 5:30, 6:30, 9:30. Okay, also der gerade erwähnte zweite Text. Der nötige Ernsthaftigkeit gefordert. Oh mein Gott. Fühlt sich da eigentlich irgendjemand im echten Leben angesprochen und verklagt morgen den Verlag? Es kann sein, dass sich jemand angesprochen fühlt, aber er wird den Verlag nicht verklagen. Alles klar, gut. Okay, die Geschichte heißt 54. Ich bin nun schon seit 54 Stunden am Stück wach. Fast bin ich nicht mehr in der Lage, meinen Körper auch nur annähernd aufrecht auf diesem Bürostuhl zu halten. Glücklicherweise bin ich auch fähig, mich schriftlich zu äußern. Säßen Sie mir gegenüber, Sie würden einen halbwegs sitzorientierten, blassen, wie lallenden Faselklumpen erblicken mit den Augen eines Bassets. Wahrscheinlich wäre ich kaum noch fähig, Ihren Blick standzuhalten, und meine Stirn würde auf der Tischplatte ruhen, während Sie mich eindringlich beschwören würden, ins Bett zu gehen, doch mein Gottes Name wenigstens ein Stündchen Schlaf. Nein, das ist alles hinfällig, denn ich bin allein. Niemand ist da, um mich zu unterhalten, außer Miles. Natürlich nicht physisch, sondern nur in Form seiner Hinterlassenschaft auf einem Tonträger. Und ich hoffe, Miles wird sie aus meinem Kopf herausblasen. Ich habe absichtlich alle Bässe herausgedreht, dafür Treble auf die höchste Stufe gestellt und warte auf den einen schmerzhaft grellen Trompetenton,
der mir messerscharf durch die Ohren ins Gehirn fährt und dort diejenigen Synapsen kappt, die für die Erinnerung an sie zuständig sind. Doch er will und will nicht kommen, so sehr sich Miles auch bemüht. So muss ich halt wach bleiben. Solange, bis ihr Bild in meinem Kopf langsam verblasst, an den Rändern ausfranst, letztendlich zerstäubt und nicht mehr existiert. Da ginge ich jetzt ins Bett, würde nicht nur ich mich regenerieren, sondern auch ihr Bild. In voller Farbenpracht würde es nach meinem Erwachen in meinem Kopf wieder erstehen, triumphal, übermächtig, und mich an jenem Tag erneut zum Gefangenen meiner eigenen Erinnerungen machen. Und am Tag darauf wieder, und wieder, und wieder. Die Hand. Die Hand, mit der ich sie ins Gesicht geschlagen habe, sie ruht auf meinem Schoß. Ganz harmlos sieht sie aus. Klein, blass, schüchtern fast. Nicht wie etwas, das aus einem süßen Stupsnäschen in einem Akt der Barbarei einen Schwall Blut hervorlockte. Ihre Hand scheute die Gewalt, auch als es sie bat, nein, anflehte, das Brotmesser, das sie mir damit an die Halsschlagader drückte, einfach ruckartig nach unten zu ziehen. Doch das Einzige, was sie zog, war die Nase hoch. Auch wenn es sich verhinderte, dass ein großer Tropfen ihres Blutes auf die Reise ging, die damit endete, dass er auf meinen Küchenfliesen zerplatzte, wo er nun zu rostfarbenen Spritzern vertrocknet. Sie ließ das Messer fallen und ging, ein Papiertaschentuch auf ihre geschundene Nase pressen. Ich ging zunächst auch, stumm umherwandernd, die unvermeidliche Selbstkasteiung erwartend, die dennoch kam. Direkt vor einem Gulli legte ich mich auf den Boden. Auf Augenhöhe mit meiner neu erworbenen menschlichen Entwicklungsstufe wollte es sein, mein Blick den Rinnstein entlang wandern lassen bis hin zu den Müllcontainern am Ende der Sackgasse, in der ich mich befand, darauf wartend, dass dahinter etwas Räudiges hervorspringen würde, um mich freudig als neues Mitglied seiner Rasse zu begrüßen. Doch nichts dergleichen geschah. Und auch die Dunkelheit des Gullis hielt meinem forschenden Blick stand, ohne mir die Eingeweide der Stadt zu offenbaren, in die ich mich kopfüber hineinstürzen wollte. Es stank nach Scheiße. Das brachte mich wieder zur Vernunft. Denn ganz so tief zu sinken, hatte ich nun doch nicht verdient. Schließlich war sie es, die mich betrogen hatte. Ich rappelte mich auf und stolperte vorwärts. Ein kalter Nieselregen kam auf und durchweichte den Jeansstoff meiner Jacke. Es gab nur eine Frage für mich. Wo? In welchem dieser Häuser würde sie sich heute Nacht noch paaren, wenn die Blutung gestillt war und die tröstende Hand, die sie streichelte, den Weg in ihren Schritt fand? Welcher Fensterkitt würde ihr orgiastisches Gestöhn dämpfen, damit es sich auf genächtliche Straße drang? Jedes erleuchtete Zimmerfenster mein Feind. Jede regennasse Hausfassade ein Monument meines Hasses. Ich stand kurz davor zu implodieren, von den äußeren Eindrücken, die mich umströmten, einfach zermalmt zu werden. Doch da kam mir der rettende Einfall. Jedes Gift hat sein Gegengift. Ich war dem betörenden Zauber einer Hure erlegen, als er half nur ein Hurengebäu. Bitches Brew. Ich begab mich schleunigst nach Hause, rannte fast, bis mir mein permanentes Seitenstechen eine Zwangspause verordnete. Das war an der Tankstelle, in deren Seitenstraße ich wohnte, wo ich, weil ich sowieso schon mal da war, zwei Stangen filterlosen Zigaretten erstand. In meiner Wohnung verbarrikadierte ich meine Eingangstüre, indem ich die Lehne meines Barhockers unter die Türklinke schob, gleich nachdem ich in meinem Küchenschrank das gut versteckte Plastikgefäß mit dem Schraubverschluss wiedergefunden hatte, das Ephedrinkapseln enthielt, ein Mitbringsel von meiner letzten Reise in die USA.
Die Rufanlage für meine Haustür zertrümmerte ich mit einer großen Rohrzange, während die Kaffeemaschine auf der Anrichte asthmatisch keuchte, blubberte und eine Kanne teerschwarzen Kaffees nach der nächsten produzierte. Anschließend kappte ich die Telefonschnur. Somit war ich von der Außenwelt abgeschnitten. Kein Fremdeinfluss würde mich bei meinem Exorzismus stören. Ich legte das Album auf. Das erste Mal in den letzten 49 Stunden, in denen es nun schon ohne Unterbrechung auf Endless Repeat rotiert. Und nun warte ich. Warte, bis mich die Finsternis verschluckt. Und wenn dies passiert, werde ich wissen, was gesiegt hat, was stärker war. Das Leben oder die Kunst? Sie oder Miles? Ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, es ist tatsächlich wahnsinnig gut, auch für so die Kritik an eben jenem Stream, dass jetzt unser Chat funktioniert. Ich zitiere mal kurz. Kaiserslautern, Köln 0 zu 1. Danke. Vielen Dank. Und ich frage mich, welcher Vollpfosten an die Lampe einen Pinsel geklebt hat. Gut, du Darf ich hast. mal eine Mutmaßung Ja, damit. äußern? Ich war es nicht, aber mein Gehirn ist festgefroren. Nein. Ja, du hast ja noch einen dritten Text dabei. Der dritte Text hat mittlerweile, da wir ihn schon mal gehört haben, eine gewisse Fangemeinde. aber ja, um Ja. nochmal auf das Kurzinterview zurückzukommen. Ja. Das wäre vielleicht nicht verkehrt, bevor ich hier drei Texte hintereinander weglesen muss. Das ist Gut, nämlich der Bruch ist reichlich ja auch anstrengend. recht groß zu dem Text vorne dran. Ja. Naja, gut, dann sag uns doch direkt mal was zu diesem Text, den wir jetzt gleich hören werden. Und erzähl uns doch mal aus dem Nähkästchen von deiner Poetry Slam-Karriere. Nun gut, also der folgende Text entstand, als ich mich mal als Poetry Slammer versucht habe, im Kohi in der Karlsruher Südstadt, zu dem ich mittlerweile benachbart bin, also in dessen Nachbarschaft ich nach meiner Rückkehr aus Berlin gezogen bin. Der Text war damals auch bei nachfolgenden Lesungen relativ erfolgreich. Es war einer der besseren. Ich hatte auch Texte und Lesungen auf Veranstaltungen, die geradezu unterirdisch waren. Ich hatte den schlimmsten Auftritt meines Lebens, also wo ich komplett von der Rolle war, hatte ich bei Michael Seiler Schwabinger Schaumschlägern letztes Jahr. Das war ein Albtraum, den ich niemals vergessen werde, woran ich nicht unbedingt unschuldig war, so wie ich es präsentiert habe. Und ja, was auch ein grandios miserabler Auftritt war, war in Heidelberg beim SWR 2 Slam, wo ich eigentlich gedacht hätte, ich müsste eine ernste Geschichte schreiben, dann festzustellen, dass alle anderen irgendwie unterhaltsame Geschichten geschrieben haben und ich alle zu Tode langweile irgendwie und dann grandiose 23 Punkte vom Publikum erhielt. Bei 80 möglichen oder so. Und gut, es hat den Vorteil, da ich Martin von Arndt kennengelernt habe und möchte nur sein aktuelles Buch und sein Vorgängerbuch, Der Tod ist sein Postbar mit Hut und sein aktuelles Buch Oktoberplatz auch mal empfehlen, wenn ich schon gerade am Werbung machen bin. Ja, aber apropos Werbung, willst du vor dem Text nicht noch einen ganz kurzen Einblick in den Katzenkönig, der ja jetzt das aktuelle Projekt mit Daniel Brohardt zusammen ist, geben? Wie ist es entstanden? Wo habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Entstanden ist der Katzenkönig ziemlich spontan. Und zwar, als ich Nachtwache machte, in einem Altersheim in Karlsruhe, das lustigerweise computergestützte Dokumentation hatte und auch einen Internetzugang. Und ich ging dann mal einen Rundgang nachts um 2 oder um 3 und
hatte auf einmal eine spontane Idee, wo ich gedacht habe, das sollte ich mal weiter verfolgen. Ich habe den Text dann in zwei aufeinanderfolgenden Nachtschichten direkt in das Internetforum getippt, wo ich damals unterwegs war, also in zwei Teilen quasi. Habe an dem Text auch nichts mehr verändert. Also es ist wirklich ein Text, der mich auch selber dermaßen überzeugt hat, dass Perfektionist, ich bin da wirklich auch eine DIN A4-Seite oder eine Kolumne von einer halben DIN A4-Seite ständig überarbeiten muss, dann doch so weit überzeugt hat, da ich gesagt habe, okay, abgesehen von einer Satzumstellung, wo eine Wortdopplung drin war, lasse ich immer so. Und haben dann auch öfter mal bei Lesungen gebracht. Daniel Brohat kenne ich schon relativ lange. Interessanterweise habe ich Daniel Brohat, der ja selber mal eine Zeit lang Kurzgeschichten geschrieben hat, meine allererste Lesung gemacht, 2004 in Landau in der Pfalz, im Fatal. Und er zog ja irgendwann nach Hamburg. Wir blieben aber in Kontakt, sehr sporadisch, dann übers Internet wieder regelmäßig. Wir kamen halt auf die Idee, wir wollten schon länger mal was zusammen machen. Und der Katzenkönig stieß auf dermaßen positive Resonanz, also auch von der Atmosphäre her, dass ich auf einmal vorstellen hatte, es wäre eine gute Idee, wenn wir das vielleicht illustrieren könnten. Also wenn wir diese düstere Atmosphäre transportieren könnten. Und denke, also wir haben zwei Anläufe gebraucht. Der erste Anlauf war, als wir die Geschichte mit einigen wenigen Bildern im Elbrauschen Hamburg zum ersten Mal präsentiert haben, im Rahmen einer Ausstellung. Und ich war damit nicht so 100% zufrieden und Daniel Bro hat scheinbar auch nicht, weil er hat dann von sich aus angerufen, hat gemeint, er überarbeitet den Katzenkönig nochmal komplett. Er hätte den gern anders, ihm gefällt das nicht mehr. Da habe ich gesagt, okay, du rennst bei mir offene Türen ein, weil dasselbe habe ich auch die ganze Zeit gedacht, wenn auch nicht gesagt, irgendwie. Ich war dann doch noch relativ nett. Aber ich habe dann doch einige Änderungswünsche durchgedrückt, die mir doch schon länger auf den Nägel gebrannt haben. Zum Beispiel war ich doch der Überzeugung, dass der Katzenkönig keine Tentakel haben sollte. Er hatte nämlich mal Tentakel. Und das war eine meiner Bedingungen, irgendwie um das Projekt nochmal freizugeben. Bitte den Katzenkönig ohne Tentakel. Ja, und es hat sich dann doch dermaßen gut entwickelt. Und du hast ja auch zum Glück gleich zugesagt, das Ganze veröffentlichen zu wollen. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also ich hoffe, denke und hoffe, wir können den in Leipzig auf der Buchmesse bereits in fertiger Form präsentieren. Wir hatten ein relativ schmaler Band, aber großformatig, denk mir, wenig Inhalt, aber schöne Form. Also man kann ihn gern dekorativ irgendwo ins Wohnzimmer stellen und seinen Freunden erzählen, dass man zumindest einen von den beiden kennt. Ja, das ist das eine literarische Projekt, das du gerade machst, aber du bist ja auch am Lesen mit Alex Gräbeldinger zusammen. Ihr seid beide Ox-Autoren, habt euch darüber ja vermutlich auch kennengelernt. Was macht ihr da gerade zusammen? Also da, es knüpft eigentlich nahtlos an die folgende Geschichte an. Da habe Also ich da, aber einen smoothen Übergang gebaut. einen sehr netten Übergang, der auch vorher nicht geplant war. Natürlich nicht. Da war das war wirklich nicht geplant. Also, die Sache mit Alex Greibeldinger hat sich spontan ergeben, weil ich kannte ihn halt aus dem Ochs, aber nicht persönlich. Und hab dann festgestellt über einen weiteren gemeinsamen Freund, dass er auf Facebook ist. Haben dort auch angeschrieben, hat mir sofort geantwortet. Wir haben uns eigentlich auf Anhieb sehr gut verstanden. Und letzten Endes kamen wir dann zum Entschluss, doch irgendwas zusammen zu starten. Und momentan stehen zwei Termine fest. Also am 26.04. in Karlsruhe in der Alten Hackerei und am 20.06. in Berlin im Gun Club.
Und ein gesunden noch einmal meins verstehen, was du wieder verpeilt hast. Ich wollte sagen, was sich in dieser vergangenen Stunde nun auch nicht erledigt hat. Ja, eigentlich nicht wirklich. Ja. Ja. Und ja, sonst noch, um nochmal auf dieses Misanthropen-Ding zurückzukommen, weil da haben wir eigentlich vor ein recht ausführliches oder eine recht ausführliche Konversation darüber geführt. ja, Konversation darüber geführt. Ich meine, vielleicht kannst du das doch mal als Frage irgendwie formulieren, da ich auch darauf antworten kann, bevor ich jetzt anfange, wie bei einem Uni-Vortrag nochmal etwas, noch das Ganze nochmal zurückkapitulieren. Naja, ich glaube, die Brücke hatten wir vorhin so gebastelt, als wir von Fickt euch alle kamen, was du ja von vornherein vom Titel her schon erstens nicht so treffend fandest und zweitens hast du ja auch eben schon wieder angesprochen, dass Kreisklassenhölle was ist, was man durchaus als Misanthrop bezeichnen kann. Was aber ja was ist, wovon du dich inhaltlich und aber auch stilistisch wegentfernen möchtest. Wie Zumindest. so, also ich meine, das ist natürlich, könnte man sagen, war bisher so ein Gafori-Trademark. Das hat man ja wahrscheinlich schon so ein bisschen erwartet. Misanthropische Texte, Bier und so weiter. Und das heute ist ja bewusstes Gegenprogramm dazu. Gegenprogramm würde ich jetzt sagen, weil es hat ja eigentlich dasselbe Fundament. Also was mich persönlich reizt am Schreiben ist, ich weiß, ich werde mich ja nicht als explizit politischen oder gesellschaftskritischen Schriftsteller sehen, sondern ich schreibe halt einfach im Endeffekt, um Beobachtungen wiederzugeben. Also es ging jetzt blöd und es ging auch albern, aber ich schreibe in erster Linie für mich. Und wenn ich davon überzeugt bin, von dem, was ich geschrieben habe, und ich gebe es weiter und es kommt ein gutes Feedback zurück, freut mich das natürlich. Aber ich verbinde jetzt keinen höheren Anspruch damit irgendwie oder keinen großen Anspruch damit. Was gibt da wirklich Leute, die sich für Künstler halten und sich also eine derartige Bedeutung für den Lauf der Welt beimessen oder für die Gesellschaft, ist im Endeffekt meiner Meinung nach überhaupt nicht haben. Weil ich spreche mir diese Bedeutung einfach nicht zu. Weil ich denke, okay, ich mach was, wenn ich davon, auch mit meinem Blog, wo ich ja wirklich expliziter irgendwie meine Meinung sage oder zu gewissen Themen Stellung beziehe. Wenn da 4, 5 Leute dabei sind, wo mal drüber nachdenken oder was sagen, hey, von der Sichtweise habe ich das doch gar nicht betrachtet, sehe ich das persönlich schon als Erfolg. Aber ich denke nicht irgendwie, dass ich die Welt irgendwie verändern werde. Ich werde irgendwann tot sein, die Welt wird genauso beschissen sein wie vorher auch. Warum ich eigentlich von den Inhalten oder von diesem Misanthrop-Stereotyp weg möchte, hat am Endeffekt was damit zu tun, dass der Begriff Misanthrop in meinem Fall eher schwammig ist. Also ich habe meine gewissen Ansichten und Prinzipien, die ich vertrete, notfalls auch kompromisslos, wo ich dafür einstehe, und habe auch eine relativ negative Sicht auf viele Dinge. Also auf die Menschheit im Allgemeinen, wie auch auf den Lauf der Welt oder auf die Gesellschaft. Allerdings, und das ist der andere Punkt, habe ich auch genug Leute, die mich mögen. Die mich mögen so, wie ich bin. Und ich bin nicht immer sonderlich umgänglich. Ich bin manchmal kompliziert, ich bin manchmal extrem ekelhaft und sie mögen mich trotzdem. Und es wäre albern und undankbar, das nicht zu würdigen in irgendeiner Form. Beziehungsweise, wenn es mich tatsächlich komplett kalt ließe, nicht nur, weil ich jetzt der große böse Wolf sein möchte und denke, oh, es gehört zu meinem Image, da ich mich meinen Freunden gegenüber möglichst cool verhalte, sondern wenn es mir wirklich gleichgültig wäre, wäre ich zu etwas geworden, was ich gemeinhin anprangere. Und das möchte ich nicht. Und vor allem auch nach meiner schweren Krankheit hat sich auch im Umgang mit den Leuten, die mir wichtig sind, relativ viel verändert. Also nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus dachte ich eigentlich
Zunächst, ich hätte mich nicht geändert, weil ich war weder religiös geworden, noch Esoteriker, noch völliger Humanist, noch habe ich irgendwie gedacht, dass die Vorsehung irgendwie eingegriffen hätte. Also ich kam eigentlich aus dem Krankenhaus raus wie vorher. Da habe ich dann, wurde mir in der Zeit so viel menschliche Wärme und so viel Fürsorge entgegengebracht, auch von Leuten, die ich eigentlich bisher kaum kannte, die mich darauf angesprochen haben, wo ich wirklich gemerkt habe, dass sie mein Wohlergehen besorgt waren, dass mir Freunde gesagt haben, ich wäre um einiges offener geworden und um einiges liebenswürdiger, gar, bekam ich auch schon zu hören, was jetzt negativ klingt, was aber nicht so gemeint ist. Und ich denke halt einfach, ja, der Begriff Misanthrop ist sehr doppeldeutig, weil auf der anderen Seite hat sich an meiner Einstellung zum Leben, zur Menschheit und zu den Leuten, die ich nicht ausstehen kann, nichts geändert. Aber gleichzeitig habe ich auch gelernt, Sachen nicht mehr als selbstverständlich zu sehen. Es ist halt, es zu schätzen, zu wissen, Freunde zu haben, es zu schätzen, zu wissen, wieder ein relativ normales Leben führen zu können. Und zu einem gewissen Grad auch dankbar dafür zu sein. Und deswegen, wenn ich jetzt weiterhin auf dieser puren Misanthropenschiene fahren würde, würde ich zu meinem eigenen Klischee gerinnen. Und das möchte ich nicht. Also, ich bin eigentlich, würde ich sagen, um einiges authentischer als früher. Als auch zur Entstehung der Kreisgassenhölle wohl viel mehr auf ein gewisses Image bedacht war. Und das, was zurückkommt von den Leuten, die es betrifft oder betreffen sollte, daran merke ich auch, dass das eigentlich nicht der verkehrteste Weg ist. Soweit dazu. Das eine ist ja aber die Veränderung, die die Krankheit auf dich selbst und deine persönliche Haltung zu Misanthropie hatte. Aber was ist mit dem Einfluss der Krankheit auf dein Schreiben? Oder wie wirkt sich dein anderes Verhältnis zur Misanthropie auf deine Inhalte und dein Schreiben aus? Also, eigentlich überhaupt nicht. Also, die Sachen, die ich in Angriff genommen habe, auch die beiden anderen Katharsis-Teile, die ja unabhängig von der Kreisgassenhölle eigentlich nur thematisch zusammenhängen, aber schon damals als eigene Geschichten in einem komplett anderen Stil konzipiert werden, waren, wobei ich halt so sagen muss, das haben ja auch viele gemacht, irgendwie, dass obwohl Kreisgassenhölle unzweifelhaft autobiografische Züge trägt, dass der Protagonist, der immer noch ein Protagonist ist, das sollte man nicht vergessen, eins zu eins mit mir identifiziert wurde. Was auch etwas ist, was einem nach einiger Zeit ziemlich auf den Wecker gehen kann. Und, aber auf mein Schreiben selbst hat sich das eigentlich nicht ausgewirkt, weil, wie gesagt, ich zu den Sachen, die ich nicht aufstehen kann, oder die ich ablehne, hat sich meine Haltung keinen Millimeter irgendwie verändert. Und ich denke halt auch einfach, wenn man kein ganz Tumba oder eindimensionaler Charakter ist, lernt man irgendwann, dass es verschiedene Facetten einer Persönlichkeit gibt, die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und es ist eine Frage der Lebenserfahrung zu lernen, welche Person wann welche Facetten zu sehen bekommt oder zu spüren bekommt oder verdient hat. Soweit dazu. Also, was meine Schreiberei angeht, was auch meinen Blog angeht, zum größten Teil hat sich meine Grundhaltung überhaupt nicht verändert. Nur das, was am Positiven da war, wurde noch positiver, aber das Negative ist nach wie vor. Es gibt Sachen, die lehne ich definitiv ab. Und da, wo, wie gesagt, ich auch keine Lust habe, irgendwelche Kompromisse einzugehen, kann nur sagen, ein gerne genommenes Stil, Ihre Meinung zur Bild, Herr Gaffori, fuck you, den hier, zwar mit beiden Mittelfingern, Zeigefingern, oh Gott. Und ja, das ist zum Beispiel immer ein gern genommenes Beispiel für ein absolutes Feindbild von mir. Feindbilder bleiben.
Feindbilder bleiben. Sehr schön. Ja. Auch eine schöne Überleitung mit dem nächsten. Sollen wir mal zum nächsten Text kommen? Ja. Na gut, zu klatschen gibt's da eigentlich nichts. Doch. Es war einfach mal, ja. Der Versuch, nicht einzufrieren, die Hände zu bewegen und ein bisschen das Blut zum Zirkulieren zu bringen. Nicht unbedingt, also ich denke auch. Ich meine, im Endeffekt, wenn das so willst, zu meiner Tätigkeit als Schriftsteller, ist es eigentlich mein erstes richtiges Interview. Und das ist das erste Interview, wo ein wenig mehr in die Tiefe gehen. Ich denke, es ist vielleicht auch mal interessant für manchen Leser irgendwie zu sehen, was für ein Mensch sich hinter der Kreisklassenhülle verbirgt. Und hinter diesem bösen Foto, das hinten in den Büchern drin ist. Ich bin herzlich unfotogen. Ich kann Julifos immer noch dafür danken, irgendwie, dass es geschafft hat, ein Foto von mir zu schießen, auf dem ich nicht mehr ein kompletter Idiot aussehe. Okay, kommen wir zum Text, zu etwas gut gelaunten zum Abschluss. Und zwar der Text, ja, wo ich schon mal das Mikrofon oder die Zettel an mein alter Ego King Bronkowitz weiterreiche, der eigentlich der Zuständige ist für meinen kompletten Schwachsinn, den ich immer verzapfe. Also King Bronkowitz mit der Geschichte von dem Sexgott Manfred. Und zwar, die da heißt Disco Inferno. Also, dass du die heute liest, damit hätte ich jetzt echt nicht Das ist eine Überraschung. Aus dem Brotbeutel gezaubert. gerechnet. Ich stehe auf Überraschung. Also, Disco Inferno, und jetzt könnt ihr alles so tun, als fändet ihr die Geschichte immer noch lustig. Braucht mir, glaube ich, gar nicht so zu tun. Disco Inferno. Manfred saß in Alpeis Kaiser-Kebab-Grill auf einem wackeligen Holzstuhl und verzehrte etwas Undefinierbares, was zu Lebzeiten einmal ein Huhn gewesen sein mochte. Oder ein Maulwurf. So genau ließ sich das nicht mehr eruieren. Er versuchte, seiner Anspannung Herr zu werden, denn große Ereignisse warfen ihren Schatten voraus. Zum ersten Mal nach seiner Scheidung vor 8 Monaten wollte er sich mal wieder in eine Disco begeben und das Ambiente nach Frischfleisch ausspähen. Oder zumindest nach Halbfrischfleisch. Mit 42 Jahren sollte er wohl seine Erwartungen auf ein erfüllbares Maß herunterschrauben und nicht automatisch davon ausgehen, an diesem Abend den Laden mit zwei nymphomanen 20-jährigen Ludern zu verlassen, die bei seinem bloßen Anblick feucht im Schritt wurden. Aber er war sich sicher, dass heute Abend etwas gehen würde. Er hatte sein bestes Hemd angezogen und war heute Mittag noch extra beim Friseur gewesen, auch wenn der tuntige Figaro bei seinem Verlangen nach einem Mini-Pli zunächst entgeistert angesehen hatte. Doch was wusste der schon? Zumindest sah Manfred jetzt wieder aus wie ein gestandenes Mannsbild. Gut angezogen, gepflegt und trotzdem zu jeder Schandtat bereit. Die große Sause, sie konnte schatten. Manfreds Magen gab grimmige Laute von sich. Zum Glück war die Disco dermaßen überfüllt und die Musik aus den fossilen Boxen laut und übersteuert, dass niemand den Aufruhr in seinen gepeinigten Innereien vernehmen konnte. Denn er war nervös. Seine guten Vorsätze verabschiedeten sich allmählich, denn auch die deutlich angewählteren Semester unter den Disco-Besucherinnen würdigten ihn keines Blicks. Er war ein Phantom. Er war der Schattenmann. Das war eine ungeheuer deprimierende Erfahrung. Auch jetzt stand er wieder verloren in der Gegend herum und starrte auf die Tanzfläche, die ganze sich statt abspielende Gymnastik zu irgendeiner Uff-Uff-Musik, die in seinen Ohren nicht mal annähernd wie solche klang, als surreal wahrnehmend.
Straffe jugendliche Frauenkörper verrenkten sich im flackernden orangefarbenen Licht. Direkt vor ihm tanzte eine atemberaubende Dunkelhaarige, Becken am Becken mit irgendeinem androgynen Scheusal. Was zur Hölle soll da eigentlich hier? Vielleicht hätte Konrad gewusst, was er zu tun hätte. Konrad war sein Arbeitskollege und bester Freund, der immer einen Rat wusste. Wenn du einfach nur Chaka Chaka willst, hatte Konrad gemeint, wann gehst du dann nicht ins Lady Bell? 50 € sollte dir der Spaß doch wert sein. Ich war nur einmal im Puff, entgegnete Manfred. Nie wieder. Während ich im Nebenraum an der Alten rumschraubte, kam so ein Arschloch rein, hat mir meine Hose geklaut. Und die Socken. Scheiße, wer macht denn sowas? Hat dieses Gesindel denn von nichts mehr Respekt? Die Welt wird doch immer kaputter. Und was war dann? Dann? Ja, dann. Hatte ihm die Nutte einen rosafarbenen Bademantel gegeben und ein Taxi bestellt. Und da sich Manfred dermaßen schämte, hatte er sich vor dem Einsteigen eine braune Papiertüte mit zwei Augenlöchern über den Kopf gezogen und dem Taxifahrer erzählt, er sei ein namhafter Kommunalpolitiker und wolle nicht erkannt werden. Nie wieder. Das Leben war mit Hose und Socken noch deutlich lebenswerter. Doch auch mit Hose und Socken kam er sich hier in diesem Laden gerade mächtig verloren vor. Vielleicht musste er einfach nur einmal seinen ganzen Mut sammeln und endlich aus sich herausgehen, um die Blicke der Weiblichkeit auf sich zu ziehen. Und plötzlich hörte er sie. Die leise, hauchende Stimme, die sich in seinem Hinterkopf zu befinden schien. Manfred! Manfred! Ja, gab er sich selbst Antwort und blickte sich verschämt um, ob ihn auch niemand beobachtete. Aber das Disco-Volk war weiterhin intensiv mit seinem Gehampel beschäftigt. Du kannst es, sprach die Stimme. Zeig dem Junggemüse mal, wo der Hammer hängt. Du hast es drauf. Du bist ein gestandenes Mannsbild mit einem Gemächt wie ein Rhinoceros. Manfred, du bist der Sexgott. Es geht nicht, dass irgendwelche pubertären Kasper hier die schärfsten Weiber abschleppen und du leer ausgehst. Verdammt, dachte er so bei sich. Die Stimme hatte recht. Doch noch war es nicht unschlüssig. Er zögerte. Die Stimme wurde lauter, fordernder. Sie wurde zur Stimme seiner Mutter, die klang, als hätte er ihre grandiose Rinderroulade mit gekochtem Rosenkohl verschmäht. Mein Junge, das geht nicht. Mach mir keine Schande. Auf jetzt, du bist groß und stark. Jawohl, Mutter. Mutter? Das konnte doch nicht sein. Er neigte den Kopf zur Seite und da passierte es. I've been thinking about you von London Beat. Sein Lied. Er spannte seinen Körper an und war bereit. Endlich war er bereit. Ein markerschütterter Schrei zerrisse rauchgeschwängerte Luft, von dem er kaum glauben konnte, dass er ihn ausgestoßen hatte. Mit einem einzigen Satz hüpfte er auf die Tanzfläche, wo das ganze Geschweiß um ihn herum auseinanderstob, als wäre er der Leibhaftige. Er straffte seinen Oberkörper und riss mit einem Ruck sein Hemd auf, so dass alle Knöpfe absprangen und mit einem leisen Blink auf den Boden aufschlugen. Noch ein Schrei. Pure Energie durchpulste ihn. Nun war er kein Mensch mehr. Er war ein überirdisches Wesen. Eine wild zuckende, pumpende Tanzmaschine. Er zog sich das Hemd ganz aus, drehte Pirouetten, schleuderte seine Schuhe von sich, ließ sich einfach einmal gehen. Vom großen Finale. Ja, es war ja schon wieder eine Bierflasche im Bild. Hä? Das war keine Bierflasche. Das stimmt ja. Das große Finale. Die Rausschmeißer mussten ihn heraustragen.
denn seine Hosen und Unterhosen hingen ihm um die Fußknöchel. Als er auf dem Bauch lag, in einer orgiastischen Aufwallung brünftig brüllende Boden der Tanzfläche begattete. Um ihn herum Teenager, die ihn anfeuerten und Beifall klatschten, als er sich trotz der deutlichen Aufforderung der vierschrötigen Sicherheitsmänner weigerte, aufzustehen und zu gehen. Vielleicht werden einige dieser Teenager sogar seine Schneidezähne, die ihm drinnen anschließend ausgeschlagen wurden, einsammeln und als Souvenir mit nach Hause nehmen. Heute war er ihr Held. So. Ja, wie sind wir bei der letzten Runde aus der Nummer rausgekommen? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben noch ewig Werbung gemacht. Ach, stimmt, genau. Vielleicht lief die Kamera weiter, während mein Schritt im Bild zu sehen war. Allerdings zum Glück mit zugeknüpften Hosenladen. Können wir das vielleicht noch? Ich fand das dramaturgisch echt nicht schlecht. Moment. So, juhu. Nee, ich bin wirklich sehr froh, dass wir dieses Element auch in der zweiten Version wieder integriert wissen. Aber der Werbepart, genau, der Werbeabspann. Ja, der Werbeabspann. Was haben wir alles Ego zu bieten? Ich glaube, genau, fang mal mit deinem Alter Ego. Mein Alter Ego, King Bronkowitz. Richtig. Mein Blog, die neuen Leben des King Bronkowitz. Je nachdem, je nach Lust und Laune, manchmal schreibe ich wochenlang täglich 3 Beiträge, manchmal 3 Wochen nichts. Also immer etwas Geduld. Dann meine Radiosendung Radio Bronkowitz auf dem Querfunk in Karlsruhe. Mit tatsächlich jeden 5. Freitag im Monat, was ungefähr 3-mal im Jahr vorkommt. Also die Radiosendung ist eher eine Rarität. Ich dachte, das sei in der letzten Version ein Versprecher gewesen. Okay. Es war kein Versprecher. Es gibt tatsächlich Monate, die 5 Freitage haben. Ja. Nur die Seltenheit dessen war mir durchaus bewusst. Ich dachte. Dann meine Kolumne und andere Beiträge, die ich für das Ox verfasst habe. Mhm. Ox-Fanzine, Punk, Hardcore und Rock'n'Roll. Schreibe ich eine Kolumne, die auch genau Leben des Kim Bongowitz heißt. Die erscheint regelmäßig und wo auch Alex Gräbeldinger vertreten ist, mein Ox-Kollege. Was gibt's noch? Meine Lesetour mit Alex Gräbeldinger mit 2 bereits feststehenden Terminen. Ich glaube, die haben wir aber schon mal erwähnt. Ich glaube, die hatten wir schon, ja. Dann, was haben wir noch? Unser Stand auf der Leipziger Buchmesse, Frau Verlegerin. Yeah. Wer uns auf der Leipziger Buchmesse treffen will, kann das gerne tun. Geht am besten zu dem Stand, wo alle übereinander liegen und die größte Party geht. Nee, wo alle übereinander liegen, weil sie versuchen, so schnell wie möglich wegzukommen. War ja 2010 schon legendenbildend, unser Stand. Ja, habe ich ja irgendwas vergessen? Nee. An Selbstbeweihräucherung? Nein. Ich glaube, du hattest alle beieinander. Gut. Ja. Gut, natürlich fick dich alle und der Katzenkönig und. Ja. Es soll sich auch niemand von mir aufgehalten fühlen, Kreisgassenhölle noch zu kaufen, wenn er es doch nicht hat. Ja, bitte, bitte. Und ansonsten sind wir, glaube ich, durch. Aber sowas von. Ja, in diesem Sinne schließen wir, oder? Gonzo hat euch alle sehr lieb. Kommt alle aufs Mainzer Literaturfestival. Hilfe, andere Richtung. Und geht auf die Gonzo-Homepage, bestellt Gonzo-Bücher, lest Gonzo-Bücher und mag hey, jemanden grüßen. Okay, genau, grüß doch mal wen. Nun gut, ich grüße die Leute im Chat. Ich hab aber... Ich könnte jetzt wieder wie bei SWR irgendwie eine ewig lange Latte auspacken, aber. Nee, lass stecken. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass es okay ist, wenn die Hose zubleibt. Ich habe eigentlich nur einen Gruß. Und einen speziellen Gruß, weil ich auch weiß, dass er zuschauen wird. Der Gruß geht an meine Eltern, die momentan eine sehr schwere Zeit durchmachen. Vor allem mein Vater, der gesundheitlich eine sehr harte Zeit durchmacht. Und in Gedanken und mit dem Herzen immer bei euch. Danke. Wenn das kein Schlusswort ist.
In diesem Sinne, das war die zweite, dritte der Anhalter durchs Gonzoversum. Und damit verabschieden wir uns für heute. Könntest du noch kurz deinen Schritt ins Bild heben? Danke.